Das ist ein Test. Ja. Ich kann jetzt fertig aus. Nein, das ist jetzt unabhängig davon. Ist ich rufe den dann dran, dass mir etwas strukturales Kübertrippel ist, nicht irgendein Traum. Das ist nur 40. Das wird nur der Traum in den Geist gegrüßt und nicht irgendeine Figur. Auch nicht der, den du denkst, wenn man die Wir sind einfach nur Erscheinungen, die kommen und gehen. Mich interessiert nur der Geist der Träume mit Zahlen Programm. Und dann stellt ihr fest, dass das mit Schrift der Heilungsschwafel, die gibt es in der Postapokalypse, die Krise nochmal bei Homer, ist auch ja nur ein Denksystem. Und dann gibt es dann wieder, dass das von alleine sich auflöst, ganz langsam. Und dann nennt sich das, läuft laufend, ich habe bei mir weiß, am Ende, das hat nach langer Zeit, ich über ein Laufen, das langsam raussammeln. Und das nennt sich medizinisch Exodat. Man gehst ins Lateinische, man stellt sich fest, das ist eine Kurzform von Ex-Udo, da bin ich von Udo heraus. Und Lateinische, was heißt auswitzen? Ich sage, ich bin nicht mal so schlitzig. Ausflitzen. In Form eines Witzes eigentlich mehr oder weniger. Ich habe so oft erlebt, ich habe die Bäume nicht verstanden, aus dem die Witze doppelt aufgespannt sind. Die Witze entspannen. Das war alles Absprache. Alles nicht genug. Und jetzt ganz langsam geht es zurück. Ich nehme dann in meinen Daumen, habe ich wirklich gut gefahren. Das muss ich. Und Stein hat mir dann in Dornen gekommen. Das war nicht so. Und dann kriegen wir besoffen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Aber mir, körperlich, wenn man das mal auskammern, ich bin da wieder mal nie. Das hat mir laufen lassen. Ich mache alles nur vorher hier, wenn man laufen oder was hier. Ich laufe mir den Berg, du bist viel hoch. Ich hätte irgendwas sagen können, aber lauter Insekten sind im Endeffekt so eine Akkumulation von Giftstoffen, die der Körper gerade aufbaut. Du wirst immer mit deiner Logik das machen. Ist doch einfach nur bei Eltern. Und du denkst es, weil du das jetzt träumst. Und du kannst jetzt Gedanken machen und soll ich das sagen? Das kannst du erst mit der Vatersprache entführen. Es ist nochmal, es klingt um irgendwas in einem Traum verändern zu wollen oder zu müssen. Der verändert sich von Moment zu Moment, was ist böse oder problematisch, dass du ständig einen Zustand, der dir als wichtig erscheint, am Leben erhalten zu wollen. Und es wird sich so lange wiederholen, bis du dich loslassen. Ich betone nochmal, es wird nicht von niemandem, wenn du dir jetzt ausdenkst, wird das Trauer überleben. Du kannst ihn immer wieder wiederholen, dann wird er immer auftauchen, wenn du das tauchen gerade. Aber das hält dich genau auf dieser Ebene fest. Erst wenn der Säugling sich aufgelöst hat, entsteht ein Schulkind. Und erst wenn das sich aufgelöst hat, entsteht ein Erwachsener. In der nächsten höheren Ebene kannst du halt irgendwann erst auf, in die Hosen zu zeichnen, dann lernst du lesen und schreiben. Dann kommst du in die Sexualität, das ist aber so auf der Erde. Das hört nicht auf, wenn sich dein Körper auflöst. Weil der Körper löst sich auf, wenn du nicht an ihn denkst. Da diskutiere ich nicht mit auf und das ist hundertprozentig ein Faktor. Und solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, das wiederhole ich seit fast 2000 Jahren. Das kannst du jetzt glauben, eher nicht. Und du immer wieder dieselben Sätze, ich habe gehört, angesprochen. Wo du viele Zeit mache ich jetzt, wenn du mich jetzt sprechen hörst und du hörst mich jetzt sprechen, gleichst du dich, weil du jetzt zu sein glaubst. Du machst jetzt nochmal, auch wenn du es schon 10, 20 Mal gehört hast. Wo du 7 Seiten aus, kommen die Bände, dann kommen 2 Videos. Und du hörst dir vollkommen gewissenhaft diese 2 Videos nochmal an. Mach es. Ich prüfe dich, ob du es meinst. Glaube ich, ich habe meine Fähigkeiten. Und hör dir sehr gewissenhaft an. Und den 2 Videos ist ohne großes Wetter auf sich alles toll. Noch besser, noch komprimierter, noch einfacher kann man es nicht ausziehen. Und da ist im ersten Lied eine kleine Stelle mit einem Lutz, den man kurz ausdenken. Und der Klingel ist auf dem Ding, der sagt, das ist ein Video. Und das eine Stelle, das ist dann von 2:40 oder was ein Schacht, hört er ja dann 10 Sekunden. Und die hört er in einer Endschlussreife bestimmt 10 Mal hintereinander. Und das, was der Udo sagt, in einer 10 Sekunden sagt, habe ich mindestens schon 100 Mal aus anderen Videos gehört. Und nach dem 10., 12. Mal, wo ich das nochmal hören muss, das in meinem Kopf geht. Das ist das Heureka. Und das ist der Punkt, wo ich es verstanden habe. Du glaubst, du hast etwas verstanden. Nein, du hast du gar nicht verstanden. Wenn du mich verstanden hast, ist die Welt von einer Sekunde auf die andere komplett anders. Obwohl sie oberflächlich betrachtet
ganz normal weiterläufst, du wirst ja immer noch als der aufwachen, der du zur Zeit bist, die Stufe musst du erleiden. Es existiert in dir keine Angst mehr. Es existiert in dir nicht mehr das geringste Bedürfnis, irgendjemanden dir aus den Schritten zu wollen. Und du wirst nur von morgens bis abends mit den Dauergrinsen durch die Gegend laufen. Das ist das. Ihr hättet jetzt bloß die letzten halbe Stunde, oder ich sag die letzten zwei Stunden, die jetzt eigentlich mit mir zusammen waren, die haben nur gelacht und dann ging es mir nicht so lange lachen. Wegen Richtigkeit. Komplett neu. Ich mag immer, wenn ich jetzt sage, ich mache mal meine Nadja, oder das kleine Tochter, oder so. Seit ihr Klaus gestorben ist, der hat den Mann geliebt, das war alles super. Sie sagt, ich sag, ich kann mal essen. Der lacht von morgens bis abends. Aber das ist eine Reise, von dem Matheloch. Und du bist der Erste, der es mitkriegt. Und du kannst nicht wollen, kannst du nicht hin, sondern dass du runterlernen musst. Das ist immer wieder sehr hilfreich, wenn man mal in die Tiefe geht, was du nur, was wir eine Tiefe haben. Das, was ich anspreche, was ich in den Stücken und nun selbst, ich werde mal Kopf davon zeigen. Wir setzen uns hin in einer Woche, wo man hat mein Leben vor 15 Jahren zu Papierverse, wo er sagt, ich habe hier, wie war das, weil ich die Jahre gehört, sich der die Namen, jetzt kann ich mal Namen auslesen. Man hat die Namen ausgesucht. Das war sie selber. Ein paar Jahre später zum Aufbild der Bandschaft war der vielseitig. Ich sag, wenn du nicht wieder so alles bist, nachher 400 Zeilen hoch machen kannst. Du wirst die plötzlich den Text merken und das ist wie wenn du Perspektiven verbindest. Du hast die Freiheit, einen Reiz auf uns auch anders zu bewerten. Aber du musst die Freiheit nutzen, dass du zuerst mal schaust, wie wir hier mein Programm, was macht mein Programm drauf? Das ist ein Wissen, das ist Kontrollen. Die Freiheit besteht darin, dass du dir draußen im Kampf, was du träumst. Du kannst dir draußen, wenn du darauf reagierst. Die Reaktion ist ja fast einmal da. Aber du hättest jetzt die Freiheit, wenn du weißt, dass du so reagierst, in dem Moment, wo du jedes Mal ist, ist es jetzt das negativ gewertet. Das ist, wenn du sagst, jetzt hat jemand 180 Grad. Dir geht's nicht darum, irgendwas besser oder schlechter zu machen. Beide Seiten, das ein Beispiel, du hast das Klassenbeispiel nicht verstanden. Deines Beispiel, wir sagen, dass du grüne Einstellung, okay? Oder ich mach parallel dazu. Wir machen das erste Mal grüne Einstellung. Ich habe keine Idee, oder? Vielleicht lass mal ja, ich bin gleichzeitig. Dann muss ich schnell loswerden, dass du grüne Einstellung. Und dann schießt du plötzlich den Hobby übers Wasser laufen. Und dann gehst du dich nieder und betest den neuen Messias unter die Welt raus. Wenn du keine grüne Einstellung hast, sondern eine neue Einstellung, dann sagst du gleich, dieser Depp, der kann nicht einmal schwimmen. Das sind zwei Fälle. Wir können jetzt den Habeck in Budi nehmen. Für welchen ist der Budi der neue Wettbewerber? Für andere ist der, der schwimmen kann. Aber das sind alles Sachen, die man auch ist. Das ist immer die zwei Seiten, das Glas halb voll oder halb leer. Ich sag immer wieder, der mit Homophilien sagt keins von beiden. Der hatte diese Möglichkeit, der sagt, sie nehmen 100% Möglichkeiten, die wir haben, nutzen wir es 50% aus. Wir können auch das nochmal anders sehen. Das erfordert Geist und Geist hast du ja nur, wenn du dich von mir inspirieren lässt. Und ich sage immer wieder, wenn ich sage, ich bin der, der ich bin immer in dir drin, weil ich der vom Bücherregal bin und ich zurzeit eine Rolle spiele. Das ist dieses Ich bin du. Aber ich mische mich in dein Leben wirklich nur indirekt dahin. Das heißt oft so, ich kann dir genauso nur zwei Töne wieder die Scheiße halten. Wenn du dann irgendwann in nichts was stinkt, wiederholen und wiederholen. Ich kann jetzt tausende von Beispielen in eurem Leben sagen. Das ist immer wie mein Chef. Mein Helmut nehmen. Das ist jetzt wieder ein Video, wo er eigentlich da wiederholt. Ich hast nicht mal alles gezeigt. Wir haben schon mal einen Helmut war ein Bierbrauer. Das Thema hatten wir auch schon. Eigentlich hohe Gefühle im Haus nicht mehr. Komplett dasselbe. Er hat dasselbe Problem in seinem Leben vorgesetzt. Im vorherigen Leben war der Bierbrauer mit einer riesengroßen Werbe, jetzt ist er Hotelgeschütze mit einem riesengroßen Hotel. Schulden bis über den Arsch, Probleme mit den Geschwistern, stimmt das nicht? Komplett parallel zum Helmut Dietz und alles kommt von der Kreuz und der Wettersau verwandelt wird. Man flüchtet sich in den Alkohol. Was ja auch wieder zwei Seiten hat. Manche sind Alkoholiker, verdämmen sich zu. Ich sag immer, ich bin kein Alkoholiker, ich bin ein Spiritualist. Da haben wir wieder einen Geist mit dabei. Der kann mich vernebeln.
Aber was wichtig ist, du hast nie eine Quelle, wo es ganz ein bisschen der Welt ist. Der Träumende da ist, das ist Pflanzersäule. Und sie sieht mich auch überall. Wir machen hier kein Esergeschwätz oder irgendetwas. Und es nützt nichts, wenn du irgendeinen Gedanken, den du dir denkst, bewunderst. Egal, um wen du denkst, der ist in dem Moment, wo du ihn denken lässt, genauso wie du ihn denkst. Du bist Gott, der Schöpfer für das, was du denkst. Und das ist gut sein, mein letzter Satz. Das, was du denkst, erlebst nur du. Im Traum liegt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst. Und sonst kann hier nur einen einzigen in dieser Welt mitnehmen, das ist der, der sich für Gott ausdenkt. Aber niemals irgendeine Figur. Ich muss es dann mitnehmen, wie sind sie das so sagen? Und tschüss. Das ist jetzt wieder typisch unachtsam. Sie denken sich einen klassischen Ruder aus und bedanken sich bei den Gedanken, dass nur du dich nicht mehr dafür bedankst. Das ist klar. Ich weiß ja. Ich weiß ja. Pippi Langstrumpf. Ach so. Oh. Ach, Hubert, Mann, ich bin jetzt so sehr zeigen. Du hast immer so tolle Videos reingestellt, aber ich bin auch so sprachgeschädigt zur Zeit. Aber das will doch jeder sehen. Ja. Und hören. Ja, ja. Na, endlich, jetzt kann man sich schlafen. Ich habe extra für die Elisabeth, glaube ich, eine Frau. Ich muss ich gleich gucken. Das ich kann nämlich aber dann so nicht so viel bewegen. Aber guck mal, wie sie das sieht. Ich kann es nicht drin schlafen. Robert, hast du dich davor gestohlen? Hast du dich davor gestohlen? Eigentlich nicht, aber... Entwischt? Ja, wisch und weg. Du musst dein Leben eben immer wieder mit Demut nehmen, dein Kreuz auf dich und folge mir und verleugne der Satz und verleugne dich. Ich könnte zu dir sagen, halt einfach das erste Gebot. Nicht so einfach. Alles Leid, es wiederholt sich, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Es ist immer derselbe Geist. Ich kann nur, was ich glaube, gesagt habe. Ich kann nur an alle einzigen wach machen, das ist der, der mich jetzt ausdenkt. Und egal, wer du jetzt zu sein glaubst, der du zu sein glaubt, den kannst du, wenn du willst, tausende Male wiederholen. Du bleibst auf dieser Stufe in diesem Buch hängen und du wirst immer die Familie leben. Ja. Das ist eine ganz einfache Metapher. Glaube es oder lass es sein. Es gibt einen hundertprozentigen Beweis dazu, den du de facto überprüfen kannst, dass es nicht. Aber wenn du lieber einmal logisch vertraust von Menschen, die dir ausdenkst, 99,9% nicht einmal überprüfen kann, das, wenn du wolltest. Das ist Naturwissenschaft und Religion. Das tausend in Selbstgesprächen drauf, jetzt zum Wiederholen eigentlich schon wieder. Ja. Die Quelle von Leid ist dein eigenes Ego, deine Meinung, den Glauben, den du anhast. Egal welchen Glauben. Weißt du, und wenn ich immer wieder sage, Beispiel, ob das Corona ist oder ob das jetzt Russland ist und Amerika. Ich betone immer wieder dazu, auch wenn ich jetzt den Eindruck mache, dass ich für eine Seite bin und für die andere nicht. Es ist für mich kein Unterschied, es sind zwei Seiten, die Wellen Berg und Wellen Tal, der Sonnenschein und Regen. Was ist besser? Woran am Bauern, wie oft sage ich das? Es wird so sein, wie du dir es denkst. Und wenn ich, um aktuell zu sein, aktuell ist immer jetzt, eine Barbe, die hier ganz neu rausgehaut hat, es kann nicht sein, dass einer, der einen Angriffskrieg beginnt, dass der straffrei davon kommt. Das ist die Vorstellung der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft. Dann soll sie mal ihre Geschichtsbücher und Gebiete aufschlagen und schauen, wie sie Grieche Amerika anfangen hat, wo sie nicht. Es sind fast zwei DIN A4 Seiten.
wo die eingefallen sind in Ländern in der Bezeichnung, wir sind die Guten, wir bringen euch Frieden und bekämpfen in euren Land das Böse. Wo diese Länder überhaupt nicht daran geschrien haben. Was komischerweise jetzt in dem letzten Fall Bambude in der Fall war, die haben um Hilfe gerufen. Der Irak hat nicht nach Hilfe gerufen, Vietnam hat nicht nach Hilfe gerufen. Jetzt kann ich, wenn du willst, zwei Dinge vier seinen Ländern sagen, die da gar nicht nach Hilfe gerufen haben. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Land in ein anderes Land abgeht und drauf. Das ist das für eine doppelseitige, einseitige Moral. Das sind Fehler, nochmal, da läuft nichts verkehrt, weil es da außen keine Welt gibt. Du träumst jetzt, du hast es zu erkennen. Eine Wertegemeinschaft, wo ein Assange, der die Schweinerei dieser Regierungen auch in Deutschland durch die Bank zumindest politisch betätigt, ist in deinem Traum ein Hohlkopf und einseitiger machtgeiler Mensch, der lügt, wenn er den Mund aufmacht. Also versucht das nicht zu erreichen und versucht das nicht irgendeinem Menschen zu erklären. Das ist hundertprozentiger Fakt. Wenn ein Assange, der das so öffentlich, was die für Schweinereien gemacht haben, die ja nimmer mal mehr abgestritten waren, auch Irak-Krise mit dem Bush, dass da nichts war, die sind einfach in ein Land einmarschiert und haben das platt gemacht. Dass diese ganzen Länder in ihrer Wertegemeinschaft den lieber ausliefern, dass er 200 Jahre Gefängnis kriegt, aber keinen interessiert, was der eigentlich veröffentlicht hat. Und was magst du? Du hast nichts zu machen, du hast den Fehler zu erkennen und anzuhaken und umzublättern, dann will ich nie mehr in deinem Kopf aufhören. Mhm. Außer du redest dich drüber auf. Hast du den Eindruck, dass ich mich jetzt so drüber aufrege? Nein, ich rede mich nicht drüber auf, sondern ich spreche einen Fehler an, den ich in deinem Traum erschaffen habe, den du zu erkennen hast. Das jetzt natürlich nicht mehr funktioniert, weil ich habe gegen die Lösung gehe. Das ist das, was ich gerade gesagt habe mit meinem Helmut. Der hat ein neues Leben bekommen von mir, der hat sich umgebracht. Übrigens genau ungefähr 24 Stunden, nachdem er bei mir war, ich sagte, zu Schluss, habe ich gesagt. Das macht mich als Uwe so fassungslos, wie blind du bist, und dann hat er sich vollzugslos. Weil das ist einfach, das hat ihm fast den Boden ausgebrochen, obwohl der ganze lieber war. Und was war? Er wird wieder wach und wieder Helmut in derselben Situation wie in Österreich. Seine Brauerei ist jetzt ein Hotel, alles andere, bis hin zu seinem Aussehen, ist neu zu gleichen. Ja, wenn du den Helm kann, ja. Dass das Kind der Zwillingsbruder sei. Das Aussehen, die Sauferei, alles komplett gleich dem. Er hat dasselbe Leben, bloß in einer Facette mit denselben Fehler nochmal wiederholt. Aber er kann sich nicht erinnern, oder? Nein, weil du bald, du, pass auf, nochmal, der vom Bücherregal. JCH, ich, der die ganzen Bücher geschrieben hat, ich mache nur Bücherregal, das können wir jetzt Bibliotheken noch machen, das kannst du ihm dir. Jetzt das Wort unendlich ist natürlich schon was sehr Gemeines. Was denkst du bei dem Wort unendlich? An das Wort unendlich? Pass auf, in dir sind unendlich viele Bibliotheken und in jeder dieser unendlich vielen Bibliotheken sind unendlich viele Bücherregale. Und jedes dieser unendlich vielen Bücherregale sind unendlich viele Bücher und in jedem dieser Bücher sind unendlich viele Seiten. Und du hängst derzeit in einem dieser Bücher. Und das unendlich kann man ganz einfach nur machen mit einem Zirkelschluss, mit einer kybernetischen Schleife. Es ist ein Unterschied, ob du ein Film, ein Buch, chronologisch, nehmen wir mal statt ein Buch DVDs. Mhm. Und das auf einer DVD, auf dem Buch ist eine Geschichte draus. Habe ich so oft erklärt. Das ist ein Anfang und ein Ende. Wie sieht es aus, wenn ich eine kybernetische Schleife mache? In dem Buch, da geht es jetzt nochmal zu erklären, aber wenn ich statt Buch ein Film nehme, der verfilmt würde, mache ich statt dem Film, mache ich eine offene Welt, wie wir es tun. Da musst du feststellen, du kannst unendlich offen spielen. Man beißt mit dem Fußball, FIFA, ja. Du kannst unendlich lange spielen, du kannst auf einer DVD dieses Videospiel, unendlich viele Fußballspiele abspielen, wo jedes Spiel so oberflächlich gedacht ist, rein zufällig unterschiedlich ist, wie jetzt in der Welt, wo du dir Fußballspiele ausdrückst. Diese Daten, was man auf einer DVD in der Form eines Videospiels, wenn ich das buchmäßig, chronologisch sehe, passen auf die DVD maximal 2 Fußballspiele. Dieselbe Datenmenge ist in der Lage, unendlich viele Fußballspiele zu generieren, und jedes für sich komplett eigenständig ist, so wie du dir das jetzt ausdrückst. Und genauso ist es mit einer offenen Welt. Du kannst in deiner Welt unendlich lang hängen bleiben und du wirst diese Welt nicht verlassen. Das heißt, du hängst jetzt wieder im Mittelalter ohne elektrischen Strom, ohne fließend Wasser. Was übrigens du nicht einmal vermissen würdest, weil interessant ist, du kannst nichts vermissen, was du nicht kennst.
Also glaub noch nicht, dass du nicht schlecht gegangen bist. Alles, was du jetzt als positiv siehst, und das ist ein übernommener Satz. Alles, was dein Geist oder irgendwelche Figuren in deinem Traum dir erklären, dass was besser wird. Im selben Maß, wo was besser wird, entsteht im selben Moment das Minus. Schon die Tatsache, an meiner Schöpfung irgendwas verbessern zu wollen, ist ein tolles Zeichen, dass du ohne was das wirkliche Schöpfung ist. Ich will nichts besser machen, was ich schon absolut wirklich perfekt gemacht habe. Der Vervollkommnungsakt besteht nicht darin, dass du irgendwas wegkommen willst, dass du was anders willst. Es ist übrigens selbst beim Leben, dein Kinderleben, wenn es auch nicht mehr da ist, außer ein Gedanke, ist ja deswegen nicht weg. Du kannst dich ja immer noch in einem gewissen Maß das Prinzip zurückerinnern, aber es wird dich nicht interessieren. Und so wenig, wie irgendwelche Menschen vor 50 Jahren für Handys interessiert haben, weil es die einfach nicht gegeben hat. Genauso wenig wie die Sex interessieren, wenn du weißt, was du jetzt versuchst, mit aller Gewalt am Leben zu haben. Und wenn dir das jetzt Angst macht, frag dich immer, was die Ursache ist, dass du Angst hast, wenn du willst. Der, der an einen schuld ist, ist die Ursache, das fehlerhafte Programm, das du zum Denken benutzt, dass du dich zu durchschauen hast, dass du dir nicht raussuchen kannst. Das ist die Scheiße. Das ist es. Das heißt, vertrau jedem, wenn du willst, aber bitte nicht dir selber, nicht deiner eigenen Logik. Es ist nicht deine Logik. Es ist eine Änderung. Es ist die Logik deiner Lehrer und deiner Erzieher. Und die Lügenwelt, in die ich dich hineingesetzt habe, jetzt als träumende Figur, als Protagonisten, der eigentlich den Joystick in der Hand hat, die ist gar nicht klar, wenn ich jetzt sage, du bist der Einzige, der bestimmt, was richtig und verkehrt ist und gut und böse ist. Es wird für dich immer alles genauso in Erscheinung treten, wie du dir das denkst. Übrigens auch die ganzen Arschlöcher oder korrupte Politiker. Mach geile Figuren, die einfach das sind, was sie sind, wenn sie da sind, ein Gedanke, der von dir gedacht wird. Aufgrund eines Reizverschlusses, weil du verkauft in der Zeitung schaust oder vom Monitor kommst. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist das Problem. Dass dir noch nicht klar ist, ich sage immer wieder dasselbe, dass die Verzauberung der Welt beginnt, wenn es dir einen Text gibt und du liest den Text und während du den durchrastest, Gedanke, baut sich in dir eine Vorstellungsweise. Ein Riesland, eine Erdkugel, ein Heliozentrum des Weltens, also öffentliche Elektronen, die um Protonen rumfliegen. All das ganze Zeug, was du dir jetzt denkst, kennst du nur vom Hirnschlag. Ich wiederhole noch einmal. Alles, was man dir erzählt hat über den Mikrokosmos, Physik, Chemie, über den Makrokosmos, von schwarzen Löchern, von Dachionen, kosmischer Strahlung, Rotverschiebungen, Krümmung, Zeitraum, Krümmung. Alles, was man dir erzählt hat über eine Vergangenheit, die du nicht selbst erlebt hast, wo du nicht beschwören kannst, die du nur vom Hören sagen kannst, ist komplett austauschbar. Wenn ich einen Computer da einprogramme, das ist das, was du nachplapperst. Auf dem baust du deine Vorstellungen auf. Und nochmal, ich bin der Erste. Alles, was ich dir jetzt sage, kannst du dir überprüfen. Ich meine Gedankengänge mit, was die behaupten, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst es aber durchaus realisieren, vorausgesetzt, du denkst dir, das ist nicht unvorstellbar klein oder unvorstellbar groß. Nehmen wir heute doch ein Krimi. Wir schauen gestern ein Krimi an. Dort, an Eltern. Darum geht's dran, erkennst du was wie ein Krimi? Er hat Blut hinterlassen, der Täter, und jetzt haben sie seine DNA. Sie wissen aber nicht, zu wem die DNA gehört. Das ist ja mittlerweile weiß man, du weißt ja, wie ein Handy funktioniert. Quantenmechanik. Ohne Quantenmechanik wird es die Handy ja gar nicht geben. Das ist Quantenmechanik. Mhm. Habe ich vor 20 Jahren schon erzählt. Beobachterphänomen. Der Beobachter ist eigentlich der Schöpfer für das, was er beobachtet. Die Quelle dafür ist das Wissen, das du zum Denken benutzt, dass du geistlos nachäffst. Und wenn ich jetzt nochmal anfange mit der DNA. Diese DNA kann man nicht entdecken. Du baust logische Konstrukte auf und du kannst die durchaus in Maßsetzung verwirklichen in deinem Kopf. Auf der Fahrerbrille vorausgesetzt, es ist nicht so unvorstellbar klein, dass man es nicht sehen kann. Als ich es wiederhole, ist es mindestens auf 100 Selbstgesprächen drauf. Ich könnte das gerne mal nachforschen, aber es funktioniert doch. Sehe ich doch in jedem Krimi. Das bezweifelt keiner. Aber was ist dann eigentlich da? Du klotzt auf dem Fernseher, du hörst was und da sind natürlich Gescheite da außen, die das können. Also ich wiederhole nochmal,
kannst gerne noch mal ein paar Vorträge dir anhören. Ich zitiere einen Nobelpreisträger über die DNA. Diese DNA ist so unvorstellbar klein, dass man, ich rede von so einer Helix, dass man sie nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop, das ist jetzt auch wieder Sache, wie das funktioniert, das ist auch ein Handgespinst, dass man das mit den stärksten Mikroskopen der Welt nicht sichtbar machen kann. Zeitaktuell, ich rede Stand 2023, die besten Elektronenrastermikroskope haben eine Auflösung, dass diese DNA, diese ganze Spirale mit den Einzelteilen so groß ist wie ein alleinziges Pixel, was die auflösen können. Also du siehst nichts. So, so beginnt er den Satz mit Maßangaben in Billion, Nanometer, Trillionstel Millimeter, Millionstel Millimeter. Und dann spricht er weiter, fast lückenlos. Und jetzt schauen wir mal nach, wie so eine Helix aufgebaut ist. Und jetzt erzählt er dir, dass diese Helix ein Code ist, wo ungefähr die Speicher, die Datenkapazität von 200 Telefonbüchern auf 1000 Seiten sind in dieser Helix. Die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht fotografieren kann. Woher weiß der das alles? Das sind wahnsinnige, geistlose Affen, die sich gegenseitig Nobelpreise verleihen. Übrigens keine Schuldzuweisung. Nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht von jemandem, den ich jetzt denke, das ist der Punkt, dass ich dem vorwerfe, dass er so ist, wie ich ihn jetzt denke. Kenne ich den? Was weiß ich dann eigentlich? Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich an Albert Einstein oder an ein grünes Marsmännchen denke oder an Mr. Spock oder Mr. Data aus dem Raumschiff Enterprise studiere? Die einen wie die anderen kenne ich aus Büchern. Jetzt kann ich natürlich den Mr. Spock nicht materialisieren, aber unseren Zeilinger Professor kann ich materialisieren. Ja. Solange er noch lebt, bin ich nach Wien oder vor. Warum? Weil ich glaube, dass der da außen rumläuft und der andere läuft da außen nicht rum. Du landest immer bei der Pflicht in deinem Glauben. Ja. Das Spiel machen wir durch, ich sag einfach, zeig's mir. Das, was die beweisen mit Experimenten, sind Selbstlügen. Und das Erste ist, im Anfang ist das Programm, du kannst das erst beweisen, wenn du das Wissen hast. Das ist mein Klingeling-Beispiel. Wenn ich den letzten, sollte ich nochmal ein Update machen, dass ich gut reden kann. Ich habe reingestellt, diese Rede von Professor Zeilinger, unser neuer Nobelpreisträger, ganz netter und sehr, er ist mittlerweile so weit, dass er sagt, er ist davon überzeugt, dass das Weltmodell niemals erklärt werden kann, solange man nicht auf materialistische Logik zurückgreifen. Holofilm ist eine komplett andere Logik. Viele alte Professoren kriegen das mit, dass das alles Lüge, dass die in einer Sackgasse sind. Dieser Vortrag, wo er gehalten hat in Wien, den ich mir jetzt natürlich ausdenke, den müsste man Satz für Satz, wir haben das gemacht, ich habe mich hier mit einigen, mit meinem Heuge hinsetzt, sind wir Satz für Satz durchgegangen und dann halte ich alle 5 Sekunden bei dem Vortrag, wo er hält, einen super Vortrag über Nobelpreis, wo er populärwissenschaftlich da und den Leuten erklärt, was das eigentlich ist, Verschränkung und so, halte ich alle 5 bis 10 Sekunden das Video an und dann zeige ich ihn danach, sagst du, der hat einen Nobelpreis, ich hätte ihm die Klatsche. Und alle mitten. Das ist das große Problem der Selbstbeweihräucherung. Es ist mir ein leichtes, ich wiederhole nochmal, ich zeige dir in meinem Physikbuch auf jeder Seite so eklatante Fehler, dass jedem 13-Jährigen, der Intellekt eines 13-Jährigen ausreicht, dass das nie so gewesen sein kann. Das wird eine Welt nicht hören, aber jetzt kommt das schöne Bachologie. Ich erzähle das niemals irgendwelchen Menschen. Ich wiederhole nochmal. Ich erzähle das jetzt nicht diesen Menschen, die du dir hier um dich herum ausdenkst. Ich erzähle das nur an alle Einzigen, nämlich den, der mich jetzt ausdenkt. Und du denkst mich jetzt aus, gleichwillig, ob du jetzt im Blindfeld zu sein glaubst und einer dieser Brüssel bist oder ob du jetzt vor deinem Computer sitzt und dir dieses Video anschaust. Und das Verrückte ist, es ist nur ein Geist, der vom Bücherregal, ich, darum sage ich, ich bin du. Aber was du erlebst, meine Computermetapher, wie ich das immer nenne, muss in dir jetzt ein Programm laufen, dass in dir Bilder auftauchen und in dir läuft jetzt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist das Programm, der zwangsläufig dich zu dem macht, an den du denkst, wenn du jetzt an dich denkst. Der als Körper übrigens nur dann existiert, wenn du an dich denkst. Stimmt das nicht? Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ein Satz, den ich 1000 Mal wiederhole. Es ist 100 ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass du, wenn du an dich denkst, taucht in dir, schaust du mal ein Körpergefühl auf. Mein Weißenbuch-Vortrag 2017
201 Menschen in einem Saal. Stell dir das vor. Vorne auf der Bühne steht einer und er sagt, jetzt schließe mal deine Augen. Ich sage das nur zum allereinzigen Geist. Aber der Geist ist wie ein Computer, der ein Programm in sich laufen hat. Nur eins, Bücherregal. Du hast nur ein Buch, du steckst in einem Buch. Und sobald ich sage, schließe mal deine Augen, mach mit, schließ deine Augen, wirst du jetzt an einen ganz bestimmten Körper denken, nämlich an den, der du zu sein glaubst, du machst bei dem Körper die Augen zu. Und jetzt bist du schon in deiner Welt. Und jetzt sag, jetzt denke mal deine Küche zu Hause. Haben wir hier, ich denke mir jetzt 200 Köpfe aus, wo 200 verschiedene Küchen drin sind. Ich sage immer noch dazu, außer es sind Ehepaare dort, die denken dann an dieselbe Küche, die zwei Programme. Ganz simpel. Aber was jetzt natürlich interessant ist, dass es dann immer noch weitergeht, dass ich sage jetzt hier, wenn du jetzt schaust, ich denke mir jetzt eigentlich aus, ich kann in eure Köpfe reinschauen, dass hier in der ersten Reihe 25 Mann die ganze Zeit auf ihrer Veröffentlichung bloß ein Männchen auf der Bühne stehen haben. Genau, die in der letzten Reihe haben auf dem Hinterköpfe und das. Das ist immer dasselbe. Wenn du ich vor dem Bücherregal bist, sind alle Bilder gleichzeitig da. Ich weiß jetzt in diesem Moment exakt, was ich denke, je nachdem, welches Programm ich anschaue. Wie ich den Udo verstehe und was ich von dem Udo denke. Du, das ist nur ein Gedanke, den ich mir jetzt ausdenke. So wie der Hubert oder der Berlein oder egal wer. Ich werde niemals sagen, der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken, die ich denke, bin ich nicht. Das bedeutet Udo Fehling. Ich bin all meine Gedanken. Und keiner davon. Einen Satz verstehen, dass mehr der, der immer ist, LHJM UB 86, ist all seine Wellen, die er aufschmeißt. Aber nicht irgendeine bestimmte. Und das kann man immer nur wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und wir naht euch und du musst nichts tun. Einfach nur dich beobachten, wertfrei. Das ist das Einzige, was ich fordere. Du musst dir absolut jeden Moment bewusst machen, was habe ich jetzt für eine Information. Wie kann man da einen Gedanke oder sind nicht wahrgenommen, dann hast du einen Reizauslöser. Und dann beobachtest du, wie auf den Reiz, das ändert sich ja immer im Jetzt, immer nur jetzt, jetzt, jetzt. Ob du Beifall klatscht. Wenn du Budin hast, oder ob dir die Haare zu Beine stehen. Das ist das große Problem. Schutzweisungen, und dann wirst du merken, du musst dir bewusst machen, in welcher Einseitigkeit du drin hängst. Und wenn du das alte Programm siehst, sage ich immer, wenn jetzt irgendeiner was äußert, in einem Raum, der sich ja nicht raussuchen kann, was du träumst, dann sage ich auch im Fallen eins, das, was der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, erzählt. Gleichgültig, ob du denn jetzt ziemlich wahrgenommen in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, oder ob der bloß ein Pixelmännchen auf dem Monitor ist. Du träumst es jetzt und die Figuren in deinem Traum sind, weil du sie denkst und sie sind genauso, wie du sie denkst. Und jetzt sage ich nochmal, geh auf die Holofeeling-Seite. Und das sind die ersten zwei Videos. Du machst das Holofeeling auf, dann hast du das Vorwort, dann kommen die Bücherhinweise und dann kommen zwei Videos. Hör dir diese zwei Videos unheimlich gewissenhaft an. Und wenn du sagst, die habe ich ja zwei, dreimal gehört, dann sag ich, wann? Ja, die letzten 10 Jahre. Oder die letzten 5 Jahre. Blödsinn geht nicht. Das ist nämlich die Schwierigkeit, die Menschen sind so vergesslich. Das ChatGPT will ich jetzt gar nicht ansprechen. Ich habe nur ein Video von einer jungen Professorin, die mit unserem Professor Harald Lesch über ChatGPT spricht. Ja. Hat man in unserem Chat. Und da hat unser Redo kurz reingestellt und da kommt diese Professorin, Mathematikprofessorin, Programmier, Spezialgebiet Programmieren, die sagt, mir wird immer mehr bewusst, dass ich eigentlich genauso funktioniere. Ich will jetzt nicht das eingewiesen, wie funktioniert. Es ist ganz anders wie ein Computer, der nur Daten aus Dateien raussucht. Der erschafft es. Und dass ich, sagt sie dann, dass ich nicht weiß, was ich in 3 Minuten reden war oder denken war. Und da sagt unser Professor Lech, ja, nein, das ist nicht so. Dieser absolute Vollpfosten, ein Musterbeispiel von Geistlosigkeit, nachäffen und Recht haben. Und ich, wir Physiker wissen ja und äff nach. Würde er einmal selber denken, würde er feststellen, was für ein Scheiß er da vor uns hat. Auf jeden Fall, wenn ich einen Vortrag halte, weiß ich doch sehr genau, habe ich doch eine Spur und weiß sehr, sehr genau, was ich dann reden werde. Ich sage, das ist bei mir jetzt auch. Ich, als Udo, wenn ich jetzt normal als Mensch rede, ich plane überhaupt nichts. Ich habe zwar, dass ich euch mitteilen will, aber was ich genau rede, du hängst doch nicht von mir ab, sondern von dem, der mich jetzt aussteht. Mal ein bisschen. Genau aufpassen. Heute ist es so. BR,
Jetzt wird aufgenommen. Dran. Und dann Lothar. Nochmal, lass uns bitte. Du störst jetzt absolut. Lass mal jetzt doch fertig machen. Ich nehme dich nur nicht auf. Ich hab da voll an reinkraut. So sein. Bier in uns erwecken. Ja. Ich könnte jetzt alles übrigens haben. Jedes dieser Dinge. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Also gut. Aber der sie sagt, dann bleibt die Frage dann auch, wenn sie noch da sein sollte. Sie sagt, ich kann mir nicht draußen machen, in 3 Minuten denkst. Das gilt übrigens für dich. Für dich selbst. Du kannst dich beobachten. Ich habe mehrere kindgerechte Beispiele, wo du Geist überprüfen kannst, dass du dir überhaupt nicht aussuchen kannst, was du denkst. Speisekartenbeispiel, denk an 30 Gegenstände. Ich spreche jetzt nur Beispiele und die findet man auf die ganzen Offenbarungen. Selbstgespräche mehrfach erwähnt. Und diese Professorin ist jetzt so weit in Erkenntnis dieser Programmierung von ChatGPT, dass sie sagt, ich funktioniere eigentlich genauso. Ich weiß auch nicht, was ich in 3 Minuten reden werde oder denken werde. Und wenn der Udo jetzt bei diesem Gespräch dabei wäre, wohlgemerkt diese junge Frau Professor, da hat er Adresse unter Udo. Nachdem die das gesagt hat, hätte ich die angeschaut und dann hätte ich zu ihr gesagt, du Dummerchen, du wirst in 3 Minuten überhaupt nichts denken. Wenn du was denkst, denkst du es jetzt. Das ist das Geheimnis. Und alles, was du denkst, ist jetzt schon in dir drin, weil das in dir auftaucht. Wenn dir was einfällt, kommt es ja nicht von oben, von lieben Gott, von oben nach unten, sondern es taucht in dir auf, was in dir drin ist. Weil ich oft sage, ging uns die Quelle ein, sagen in den Himmel hoch, dann fällt uns was ein. Andere Seite. Oder ist El Hayonko das Meer? Da bis es die Tiefe des Meeres und taucht was in uns auf. Wir holophilen Menschen nennen das dann übrigens Eruption. Das heißt, der erwachte UB setzt in dir etwas in Bewegung. Das ist Jonas Griechisch. Und Fluss. Das muss ja mal gesagt werden. Ja, und du hast aber gerade gesagt, in dem Moment, du kannst ja nicht raussuchen, was passiert. Und in dem Moment kam diese Bierkisten. Das war eins. Ich wollte es nur mal sagen. Meinst du? Ich habe dein Gleich. Angesucht. Unmittelbar danach. Ja. Bier. Ja. Kannst du doch mal Griechisch anschauen. Das heißt, in mir erweckt. Ja. Und das ist jetzt immer wieder die 2 Seiten, weil ich jetzt glücklicherweise ein Glas, also ich glaube eine Flasche, FLA, das Wunder, Sinhe, wird sie ausgesprochen, heißt Lamm. Genau zu, jetzt machen wir vordersprachlich. Ich habe eine Flasche, FLA, Febreisch, diese 3 Buchstaben heißen Wunder, und Sinhe, wird sie ausgesprochen, heißt das Lamm ist der Lichtschöpfer, ist 2 gestalten. Ich mache jetzt das schon mal so. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist nämlich das Single-Beispiel, dass ich eine Flasche erwischt habe, die kein Etikett hat. Oh, Scheiße! Siehst du, das belässt immer eine Seite weg. Aber was natürlich interessant ist, was da drauf steht, da heißt es weiß, weiches Spiel ist das Weib, in mir erweckt alles, was ich mir ausdenke. Genau, das ist das Weiß hier. Ja. Weiß ist gleich, ich weiß, das ist der Intellekt, BR. Dieses Wissen, das Weib in mir erweckt praktisch alles, was ich mir ausdenke. Das ist mein Schwamminhalt. Sollen wir weitermachen? Auf jeden Fall. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen Grundlagen haben. Ja, glaub mir, ich kann es weniger schwätzen wie ich und ich bin der, der ich bin. Und ich bin mit Sicherheit jetzt nur ein Gedanke, eine Information von dir, Geist. Dem Geist, den ich das jetzt erzähle. Der Udo, UB Blau. In Wirklichkeit, das wirkende Licht, bin ich der, der dich das jetzt träumen lässt und der dir deinen Schwamminhalt gegeben hat. Den musst du durchleben, was genau genommen dann wieder ich bin, weil ich jeder bin, der ein Buch, ich bin auch die, der in die Bücher hineinsteigt. Das Universum, das in 1 gezählt, ist plus 1. Es ist eine vollkommen neue Darstellung von Geist, oder nenn es Gott, oder Bewusstsein, oder Energie. Deine Welt weiß davon nichts, weil das eine Welt ist von Figuren, die nur ausgedacht werden. Und es ist komplett austauschbar. Udo? Ja? Ja. Udo, weißt du, mehr hätten wir... Etwa. Wir hätten jetzt den Oettinger auch noch nicht machen können. Nein, sag doch, sag doch, und ja, wir haben mitgekriegt, du hast ein bisschen Probleme mit ihm. Dafür haben wir ein Gitzchen, Deshalb haben wir also dran gedacht, was machen wir? Du kriegst flüssiges Brot.
So bezeichnet man ja auch das Bier als flüssiges Brot. Da hast du keine Probleme mit dem Beißen, gell? Und von der Symbolik her hast du schon ein bisschen was erklärt. Das BR und das Brot. Das Flüssige im Brot, gell? Ja, und ja, da haben wir noch eine kleine Gedenktafel für dich. Ein ganz einfaches Aleph, den Schöpfer. Und da haben wir alle drauf. Mal. Ja, die sind eingetragen. Wir alle sind im Schöpfer. Super, das ist ein Du weißt, wie wertvoll sowas ist. Das wird also in 1000 Jahren. Und hier gibt es die Ballstars, ich hoffe, ich kann das nicht richtig aussprechen, hier das Pfandhaus in Las Vegas. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich müsste jetzt das die Unterschiffe überprüfen lassen. Da muss man einen Hintergrund wissen haben. Das ist jedes Mal, wenn ich was anspreche, setze ich voraus, dass ein gewisses Hintergrundwissen ist. Ganz toll, das freut mich sehr. Meine Kinder. Ja, also, das nicht nur mir unsere Freude an dir hin, sondern auch, dass du auch Freude an dich hast. Dass ich euch ab und zu mal ein bisschen bespaßen tue. Danke. Ja, Udo muss auch noch unterschreiben. Was anderes ist ich auch, mache ich daheim. Das ist nichts wert bei den Worten. Das sind Sachen, die wir heute machen. Ja, weißt du, wie schwierig es für mich ist, auf dieser Ebene immer den Deppen zu spielen? Oh Gott, ja. Den Unbedarfen, das ist schräger so. Dass ich auch immer wieder, wenn ich als Udo auf Udo aufgehe, dass ich immer von vornherein sage, ich habe keine Fehlbildung, ich habe keine Normalisch. Schon, dass er bei allen Hosen ist. Und das ist auch, weil ich damit demonstrieren will. Das ist Intellekt, ist zwar unheimlich wichtig, so wie ein Programm und die Daten, um ein Bild aufzubauen im Computer. Danke. Aber er nützt dir nichts zu erkennen, was du selbst bist. Es ist immer wieder die Sache, Intellekt und Instinkt sind im Prinzip dasselbe, sage ich mir, riesen fast immer, das ist der Geist, der in Verbindung mit Intellekt Vorstellungen ist. Das ist wie ein Computer-Programm, was der Computer nämlich jetzt nur hebräisch ist. Computer hebräisch möchte ich dir nur Rechnungsführung. Und wie bist du Journalist eigentlich? Und als Jil, dann hast du dann Gedanken, die Rechnungen. Ganz easy und immer wieder, du musst nicht wissen, wie ein Handy funktioniert, um ins Internet zu gehen. Du musst dann momentan nicht wissen, wie du funktionierst. Es reicht in dem Leben zu wissen, was für mich und was für meine Gedanken. Und dann wirst du feststellen, du bist kein Gedanke, den du denkst. Das sagen viele Esoteriker. Unheimlich viele. Verstanden hat es keiner, weißt du wieso? Weil du schon wieder davon ausgehen würdest, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, was verstehen kann. Ein Gedanke kann ich verstehen. Darum sage ich, wiederhole ich nochmal, auch der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dieser Figur in einem Raum, der was überhaupt nichts ist, ist ein Dasein müssen. Es wird für dich so sein, wie du dir das denkst, und wenn du dann Udo denkst, abhängig von deinem Programm, kannst du den bewundern und sagen, oh, der wiedergeborene Messias, oder sagen wir vollkommenes Ausdruck, der bildet sich ein, der ist Gott. Habe ich einen Einfluss drauf, wie du mich ausdenkst? Ich glaube, wie du mich ausdenkst, und dann wisse, egal, ob du jetzt die Seite denkst oder die Seite, im Hintergrund ist immer die andere Seite. Das sind erst einmal die zwei Seiten. Aber aus zwei waren vier, acht. Da muss man dann wirklich Holofilling in der Tiefe studieren und dann kommst du in einen Zustand, dass wenn du entdeckst, der in dir auftaucht, dass du plötzlich momentan aus einem Text ganz klare, für dich ganz klare, einseitige Vorstellungen machst. Qualitativ, denk an Putin, denk an Hitler. Du denkst der Vergangenheit, das sind alles Worte, wo du Vorstellungen in deinem Kopf, Formen, Informationen reinrechnest. Und mit Holofilien kannst du exakt aus demselben Denken, streng arithmetisch betrachtet, komplett andere Bilder machen. Die dann genauso realisierbar sind, wie die jetzigen realisierbar sind. Wenn du sagst, ich gehe jetzt zu meinem Auto und mache Sandtuchkasten ein. Auf der VR-Brille. Ist alles schon da. Was auftaucht, sobald du glaubst, dass das, was du jetzt nur denkst, dass das unabhängig von dir da außen ist, jetzt sagen wir mal den Hubert, der die Aufnahme macht, denken wir uns das aus, und er kann jetzt an sich nach Hause denken. Er kann an seine Frau Lebensgefährtin werden, kann die anders sein, wie du sie dir denkst. Das ist jetzt gemein gewesen, der Hubert hat mir den Hintergrund geschenkt. Die Prüfung geprüft wird, die hätte er sich das ausdenkt, nicht die Figuren in einem Raum. Ja. Das ist immer wieder die Schuldzuweisung,
Es kann keiner, dem du ein cooles Service hast, ein Gedicht tausendmal sag ich das, ein Geist träumen. Videos online, das ist übrigens auch nochmal genau erklärt als eins dieser zwei Videos. Ja. Es ist ein Dasein müssen. Ein Buch, in dem du dir jetzt denkst, der kriegst nicht mit, dass du ihn denkst und ein Hitler kriegst auch nicht mit. Und die werden so sein, wie sie von dir gedacht wird. Du kennst weder den einen noch den anderen persönlich, dass du da wirklich mitreden könntest. Wenn ich immer sage, jeder, der den Brüssel Udo persönlich kennt in seinem Traum, der wird eine komplett andere Einstellung haben, wie irgendwelche, die die Ohrenbauungsschrift lesen, der bietet sich ein, der ist Gott. Ich erkläre laufen das genaue Gegenteil. Ich sage, du bist Gott, der Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der schafft den Udo und der kann nicht anders sein, wie er von dir ausgedacht wird. Ich bin der, der dich denken lässt. Jetzt kannst du ausschalten, ich mach mal Brötchen. Ja, viele, die mich das bewiesen haben. Selber denken, geht erst, dass ich was vollkommen Neues in dir auftauchen darf. Ich glaube, das ist ein Geschenk. Das ist wie Auszeichnung, wenn du eine Prüfung bestanden hast. Dann kommen die einfach die Heurekas. Das sind dann auch die Einsteins und so, die dann da sitzen und sagen, das ist mir eingefallen. Darum sage ich immer wieder, diese Erkenntnis, ich habe nichts mit einer unabhängig von dir existierenden Welt zu tun, sondern wir denken uns jetzt einmal, ich mache ein Beispiel aus den Ordnungsschriften, beziehungsweise wir denken uns einen Kopernikus. Wohlgemerkt, alles, was in dir entsteht, entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, aufbauen davon wissen, dass du vom Hören sagen kannst. Das ist dein Programm. Ein Kopernikus ist auf deinen Schwamminhalt. Zu glauben, dass der schon da war, bevor du den denkst, vergiss es. Es ist ein Faktum, dass was du denkst, immer auf ein Wissen zurückgreift, das du als in dir trägst, und du machst ein Bild, kommt du damit auf den Bildschirm. Und jetzt ist für dich dein Kopernikus, der sitzt jetzt in der Wüste, vor so und so 100 Jahren, da bin ich erfreulich, wenn ich für Sigma kann ich viel dazu sagen, der schaut in den Himmel und der sieht dasselbe, wie ich jetzt hochschaue. Wenn ich in den Himmel schaue, mir sagen, das ist ein wolkenfreier Himmel, wir haben eine herrliche strahlende Nacht, kein Streulicht, kein elektrischen Strom, und dann ziehe ich die Sterne. Und ich war immer belächelt, ich habe wieder gesagt, ich habe noch niemals gesehen, dass sich Sterne bewegen. Das beschwöre ich, ich schwöre bei Gott, sag mal jetzt in dem schlechten Deutsch. Und das sind die Satelliten, die sich bewegen. Ich habe noch niemals gesehen, dass sich Sterne bewegen, wenn ich hochschaue, wie ich Bunde. Einfach nur Bunde. Egal wie ich hinschaue, die stehen. Ich habe noch nie gesehen, dass die Sonne sich bewegt. Zeig's mir. Ja, das ist so langsam, jetzt kommen die ganzen Erklärungen. Das Gemeine in dieser Logik, jeder, der keine eigene Meinung hat, also nicht mehr in der Lage ist, das zu sehen, was er sieht. Du siehst nicht das, was du siehst, sondern du siehst das, was deine Logik dir vorschlägt. Zu 99,9% sind deine ganzen Gedanken aufbauen, das Selbstlügen. Da kann ich immer sagen, wenn du vor einem Fernseher sitzt und sagst, das ist der oder der, oder du schaust der Fußballstern in der Ball hin und her, mein Finger, auf dich selbst gestellt, da bewegt sich nichts. Da musst du aber selber denken und selber hinschauen und nicht einfach bloß logischen, geistlosen Schwachsinn von dir schaffen. Das macht nämlich dein Intellekt. Du wirst schon, glaube ich, mit allen Menschen, die du dir ausdenkst, sind freigesprochen, weil die sich ein Dasein müssen. Den ich nicht freispreche, das ist der, der sich ausdenkt, und das bist du. Und du meine ich jetzt den, der jetzt in diesem Moment sich auch den Udo ausdenkt. Und der Udo kann extrem vielfältig erscheinen, weil das hängt fast einmal davon ab, wer du jetzt zu sein darfst. Jetzt zum Beispiel kann es eventuell eine Handvoll Programme ermöglichen, jetzt den Udo vollkommen real, sinnlich wahrgenommen in einer gewissen Entfernung, auf die Farbbrille zu holen. Aber du siehst jetzt in seinem Gesicht und er sieht die Seite von der Flinchen Tüten von der linken Seite. Sie sieht ihn von der rechten Seite. Komplett unterschiedlich. Ich sehe alles, was in euren Köpfen drin ist. Kannst du das nachvollziehen? Wir reden hier nicht ist oder was, das ist das, was ist. Du hast nur das, was in deinem Kopf drin ist. Du könntest dir aber Gedanken machen, was sind das eigentlich die Maria? Oder die Marion 3? Du siehst nur das, was jetzt auf deiner Farbe ist, und sobald du den Kopf drehst, puff, ist es weg, und das merkst du. Und du lebst in dem Wahn, dass das auf der Farbe auch dann da außen ist, nein, nicht da außen ist, auch dann da in der Einheit. Das ist das Neue. Wohlgemerkt, ganz grob, wie ich das so basic erklären kann, in Wirklichkeit ist das ganz grob. Ich muss ja in deiner Sprache kommunizieren, ich muss mit dir sprechen. Wenn ich mit einem Chinesen reden will, der einem Chinesisch kann, bin ich gezwungen, Chinesisch zu reden.
Oder mit dem Baby? Mit dem Baby, das ist aber, da geht's ja noch weiter, wo du noch in der Erfahrung geblieben wärst. Ich seid ja momentan in der Matrix 1. Du bist versucht, dir das ein, das klang von der Embryo. Oh. Du hast dir die Matrix noch nie mal verlassen, die Gebärmutter. Das kommt, wenn du stirbst, dann laufe ich dich ab. Matrix. Sie sterben. Meint ihr die Filme, die ich sagst, irgendein Zufall? Mit Leinwand und Kobanikus, als ich ja schaut da hoch, ich wiederhole das Beispiel nochmal. Dann sieht er Stange wie du. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Witz. Was passiert eigentlich? Jetzt denken wir uns mal, wir werden der Kobanikus. Wir sitzen da, wir sehen keine Stange, die sich bewegen. Viele Sterne, die sieht man ja jetzt nicht mehr, kann man auch wieder logisch, das Streulicht und so. Und ich mache jetzt immer, in den Videos mache ich hier den Orion, das Sternzeichen Orion, da sieht man diese komische Konstellation. Und irgendwann einmal, jetzt kommt für das nächste Problem, du Gummerchen, du kannst nicht 2-3 Stunden ins Ohr schauen. Ich sage jetzt 2-3 Stunden später, schau dir wieder hoch, die Sterne stehen immer noch, aber es fällt ein, das muss mir einfallen, dass das Ding plötzlich da ist. Das Ding ist plötzlich da. Denk an den Monitor und dann mach eine Simulation. Mhm. Weil ihm das auffällt, der kann nicht, du kannst nur das anschauen, was in dir auftaucht, du bist ein träumender Geist, ich lass dich das träumen. Aber das ist da rübergekommen. So, jetzt machen wir die Simulation auf dem Monitor. Meinst du, die Lämpchen, die hier brennen, wandern auf dem Monitor rüber? Nein, ich schalte jetzt an einer anderen Stelle auf deiner Farbe die Lämpchen ein. Ich erkläre dir mit deiner Logik, dass auf der VR-Brille auf andere Lämpchen brennen. Mit Bewegung durch Raum und Zeit, das ist vollkommen statisch, das ganze Ding. Das ist die ganze Saal denken, das ganze Saal denken. Das ist jetzt in für sich besetzt. Und jetzt kommt das nächste bei Hugo Frieden. Du wirst von mir niemals hören, dass egal was einer behauptet, dass das nicht stimmt. Das sind die Perspektiven. Du wirst aber von den anderen Perspektiven nichts wissen. Weil du ja weißt, dass deine Sichtweise die richtige ist. Hm. Ich behaupte, das Ding hat keine Etikette und der Spieler, der muss doch träumen, der sieht eine Etikette. Das ist das Problem. Mhm. So, und jetzt lass uns das ausdiskutieren. Welchen die Fuhren, welchen die Schlechten? Mhm. Du prügelst bloß auf dich selbst ein. Aber jetzt kommt es schon richtig, dass in dem Moment, wo du dir jetzt historische Persönlichkeiten ausdenkst, du denkst dir so aus, wie man dir das erzählt hat. Vor Einstein sagt man zu dir, der hat über die Gesetzestheorie geredet. Ich war Einstein. Und ich bin, das sag ich so, ich habe da elementare Fehler gemacht. Eigentlich, Fehler heißt, ich habe die Form nicht stimmt, aber ich habe was übersehen. Das wird nicht gleich. Einstein, der wird dir lassen. Wollt ihr das nochmal? Das ist der größte Fehler aller Zeiten der Naturwissenschaft. In dem Moment, wo du das konfrontierst, wird alles anders. Also geht's an. Es gibt keinen Wendorf ohne einen Wendorf. Ach, ich kann das immer wieder bloß. Das ist ich weiß, es gibt halt in der Dunkel kein Geschimpf ohne Gerang. Von der Heiligkeit weiß keiner was. Komm, Spiegel. Hudo Fiedling ist ein vollkommen neues Ding, das Ding, das du wieder deutlich. Und das sind wir ganz am Anfang. Und du gleichst, dass du einer der Wenigen, der das erleben wird, wenn du dich darauf einlässt. Und jetzt nochmal, du musst dazu nichts als Person in deinem Traum, musst du eh so sein, wie du es träumst. Da müsste ich mich überhaupt nicht einig, dass das jedes Mal, das rascht auch so durch. Habe ich jemals zu irgendeinem von euch Bröseln, und jetzt soll ich gleich wieder kalt, ich unterhalte mich nicht mit Figuren, die ich mir ausdrücke, ich unterhalte mich mit denen, der jetzt glaubt, einer dieser Dinge zu sein. Ich weiß nicht, ob du jetzt bald so bist im Kleinfeld oder du sitzt vom Computer in Wien. Oder in Zürich. Insider verstehen wir nicht. Insider verstehen wir nicht. Ist alles perfekt. Du schaust einfach, was du machst. Ich will, dass du dir bewusst machst, wie du bewertest. Wie du Sachen bewertest, du musst dir schon und so deine Einseitigkeit bewusst machen. Dein Wollen, dein Nichtwollen. Und dann wirst du eigenartig das Gemisch entdecken. Du stehst nochmal neben dir, wo man dann immer wieder, jetzt meine Lähnchen nehmen. Das erlauben wir waren übrigens in Bamberg in Wienchen, auch wenn du es wieder vergessen hast. Nee, hab ich nicht vergessen. Da warst du dabei. Doch, jetzt haben wir wieder die Zeit. Ich weiß nicht, ob die Andrea dabei ist, darum weiß ich nicht mehr. Darum ging es gestern. Darum ging es? Ja. Sieht ihr? Ja. Aha. Aha. Oder nicht? Ja. Man muss ich sag nichts mehr. Am zweiten sehen, am zweiten sehen, der zweite ist dabei.
zwei Facetten. Hast du übrigens ganz schön in der Mitte in dem Wort Affe stehen. Und die zwei F ist mir schon auf 2P. Waffe. Effekt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und da ist natürlich jetzt nicht mal das Programmieren. Wenn du wirklich etwas spielst, wenn ich jetzt wirklich wieder ein Lied Spiel besser machen, muss ich das Programm verändern. Das kann man wieder erweitern, das wird immer wieder. Aber die das machen, denen muss das einfallen. Und egal, wen wir uns jetzt ausdenken, wir, meine ich nur uns zwei, wir zwei, egal wen wir gleich jetzt ausdenken, G-Quadrat ist irgendein Gedanke. Das ist ein 200-Gramm-Jährige Form annehmen. Das dritte Beispiel zum Beispiel auch von den wenigsten verstanden, dass ich damit zeige, dass wir mich wieder umformen. Mhm. Dass in dem Moment, wo du eine neue Form machst, wird im selben Moment die bestehende zerstört. Ich mache das immer bloß so. Mhm. Und sobald die neue Form da ist, kannst du dir jetzt feinstofflich denken, dass das nicht wie vorher war. Das war es aber nicht vorher, sondern das ist jetzt nur eine Vergangenheit, die du dir denkst, die davor war. Mhm. Alles, was angeblich in der Vergangenheit war, bis hin vor einer Sekunde, kann immer nur jetzt sein und was in der Zukunft ist, kann auch das jetzt sein. Gibt es nicht ein Volk, wo es nur die Gegenwartsform gibt? Es ist der Präsens. Ja. Es gibt nur Präsens für diese Vergangenheit und Zukunft, die jeder schmiert und ausspannen können, wie ich immer sage, in der Raum- oder in der Zeitfenster. Egal, ob du dir räumlich oder zeitlich woanders was hinterlässt. Du wirst jetzt meinen, es ist die Raumzeit. Ob ich jetzt tausendmal erwähne ich das, ob ich mir jetzt was 500 Jahre in die Vergangenheit denke oder 500 Kilometer woanders hin denke. Es gibt weder Raum noch Zeit in deinem Kopf. Es ist hier und es ist jetzt. Darüber diskutiere ich nicht mit Affen. Bei eigener Definition so. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist der, der glaubt, der ist ein dummer Affe. Ein sterbliches Säugetier, ein Emus. Nein, du bist der, der die Welt erschafft, die du dir ausdenkst, in deinem Kopf, und zwar in Form von ständigen, wechselnden Facetten, die in dir drin absolut heil eine Einheit sind wie eine Datei. Genauer kann ich das für deine jetzige, primitive Affenlogik nicht ausdrücken, aber es ist verstehbar. Und du merkst, da brauche ich keinen Intellekt dazu. Es geht mit Minimalwissen. Und da nützt dir keine Gruppe, du kannst die Menschen, die du dir denkst, auch nicht retten. Weil für dich ist Existenz etwas Existierendes, Existierendes herausgetreten aus dieser Einheit in dich hinein als Information in den Bund. Das erkläre ich mir, da kann man das cool, da wird zu weit führen. Aber die muss eins da sein, wie definierst du retten? Dann darfst du nichts mehr anders denken. Die Schwierigkeit ist, sobald du woanders hinschaust, wo warst du jetzt eigentlich die ganze Zeit auf meiner Seite, die hat überhaupt nicht existiert für mich. Gott, wer ist denn das? der mich die ganze Zeit ausgedacht hat. Du warst der Beobachter. Der existiert nicht für eine Figur, die existiert. Außer du weißt, wer du bist. Boah, das war jetzt auch mal, oder? Du musst jetzt klar sein, dass in dem ganzen Gespräch hast du die ganze Zeit aus diesen Worten Vorstellungen gemacht. An den einzigen, den du jetzt die ganze Zeit, wenn du aufmerksam deine Informationen beobachtet hast, an den du sicher nicht gedacht hast, ist der, an den du jetzt denkst, wenn du in deinen Körper sitzt. Der war weg. Das Problem ist nicht, dass sich dein Körper auflöst, weil du an was anderes denkst. Jetzt denke ich an mich. Jetzt denke ich, irgendwann ist er weg. Wir haben ja noch den feinstofflichen Bereich. Die Schwierigkeit ist, dass du dummer Affe ständig den wiederholst, weil du meinst, ohne den Körper gibt es dich nicht. Den Körper gibt es nicht. Es ist umgekehrt. Klingeling Beispiel. Es gibt kein heliozentrisches Wesen, wenn du es dich nicht ausdenkst. Und nochmal, wenn du begriffen hast, dass unabhängig von dir da außen keine Erdkugel existiert, die auch niemals eine Scheibe war, dann gibt es kein Russland, da gibt es kein Corona, da gibt es keine Amis. Das ist der Ansatz. Wir machen einen reinen Reset. Wir machen nicht nur die Programme platt, sondern das Betriebssystem platt. Wir gehen runter bis aufs BIOS. Das Leben, das eigentliche Leben rot gelesen und installiert ein vollkommen neues Betriebssystem, das ist Holofeeling, wo diese Programme, die du mit Holofeeling programmieren kannst, vollkommen neue Möglichkeiten erklären. Das nennt man dann Formatieren. Und. Formatieren.
Hast du die Zahnung, das war toll. Das ist der Zähler und Toni hier. Und der Tolljährige. Und das Paul, das Paul ist nicht mehr, das macht der Hund. Ich war mal. Das klingt ja, was du sagst, immer wieder sage ich dasselbe, du musst wissen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und du bist kein Gedanke, den du denkst. Das, an was du denkst, wenn du an dich denkst, existiert in dem Moment, wo du es denkst. Wird aber mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Das ändert an dir nichts. Und du kannst nicht sagen, du bist ewiger Geist oder du bist ewiger Geist, weil ihr Gedanken seid. Ich kann es dir erklären, den ich mir jetzt ausdenke, wenn er in dem Moment schon wieder Gedanken wird. Darum habe ich das Rot in Adermann geführt. In diesen zwei Selbstgesprächen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Anhören, wirklich nochmal anhören. Schäkel dich noch mehrere Male. Da bringe ich das Beispiel und sage, wir wollen einen Menschen schaffen. Deutsche Übersetzung. Lasst uns einen Menschen machen. Dieses Wir, das steht ja um. Das ist nur diese zweite Sicht da. Und da werden keine Menschen gemacht, sondern da steht Adam, ein aller Einziger. Es gibt keinen Merkwert an dem Wort Adam. Die reden immer, da steht Adam und es wird immer als Mensch übersetzt. Auch das Wort Benni. Das ist übrigens dann in der modernen Grammatik übernommen worden, nur das Wort hier am Ende heißt mein. Bei Benni ist das einzige Wort, was sie Ausnahme machen, wenn Benni dort steht, übersetzen sie es mit Söhne. So wie sie den Adam als Menschen nur da. Das heißt nur mein Sohn. Und das ist der eine, jetzt ist der Adam, ist nicht männlich, ist ein Segelwind und Zauber, das ja tausendmal den Dingern ausgedacht ist. Zweimal kam wirklich nieder, eine Form, die sich ständig verändert, aber an der Gede nicht verändert. Die Gede aber auch nur sagen, ich will das jetzt selber sonst gedacht ist. Der Adam ist nicht der Denker, der seine Informationen anschaut. Der Adam ist ein träumender Geist und so ein träumender Geist, der Denker und die Information. Der Adam ist der Punkt in der Mitte. Das ist nicht, dass ich jetzt in Deutschland anschaue. Wenn du einen träumenden Geist denkst, ein ausgedachter Geist oder träumender Geist ist eine Verklärung einer Existenz in einem Kopf. Das heißt, der eigentliche Adam ist die Synthese, die jetzt das ganze Heil macht. Über gesund und ganz, solange du gesund sein willst, hast du ein Problem. Du wirst wieder gesund werden. Ewig, aber auch wieder krank. Jetzt ist es hell. Und wenn du jetzt sagst, jetzt ist es hell, ich muss das hell haben, nur sein können. Es wird hundertprozentig wieder finster, wenn es finster ist, wird es wieder hell. Das ist ein großes Problem, dass du lange logisch denkst. Du kleines Dummerchen, es kann heute Abend in der Zukunft nicht finster werden. Jetzt erhebe den Geist, meine Erdkugel, und es ist jetzt gar kein Problem. Aber solange du glaubst, du bist der Auslass besser als der Erdkugel, ist das Problem. Warum nicht aus der Naturwissenschaft? Geistlos nachher ist geschwissen. Dann kommen wir immer in ein gewisses Ding, dass das bloß Verrückte verstanden wird. Du auch. Wie kommen denn so blöd? Ich bin mir auch schlimmer. Ja, mein Gerätchen, ne? Ja, ja. Und dann spiele ich wieder ihren Sohn ein oder machst du wieder nieder? Was mache ich dann? Und dann spiele ich wieder unseren Sohn ein und dann machst du wieder nieder und dann ziehe ich das über runter ohne runter. Du selbst, der beißt dir ins Gesicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe mich gewundert. Zwei Möglichkeiten. Entweder hast du bis jetzt Augenklugen oder du hast ein Selbstbewusstsein, hast du nicht gewiss nach oben. Es ist die Struktur ist sehr heftig. Es ist Struktur.
Du sollst doch nicht mitgehen. Die wollten ja, weil sie mit Zink haben, wie ich leide. Weißt du, was ich für Schmerzen habe, wenn ich rede? Pass drauf, ich sage mal wieder, ich kann mal sehen, dass man Schmerzen hat. Kann man einen Gedanken schon, wie ich Schmerzen habe? Wenn man mal Probleme hat, ist das Pferde jetzt ein Überproblem. Aber die Figuren selber, die ausgedacht werden. Selbst wenn du das Überproblem hast, kann ich mir wieder mal sagen, wenn du mit dem Hammer auf die Hand haust, wer 100% nicht kriegt, ist die Hand, die du dir ausstellst. Ein tausendfach wiederholter Satz, wenn du Zahnschmerzen hast, der 100% kann ich mir sagen, dass du Zahn. Aber ich spüre auch, dass du Schmerzen, dass ich Schmerzen habe. Weil du glaubst, das ist mein Zahn, das bin ich. Bist du es nicht? Wenn ich ihn auf die Hand habe, dann kann ich sympathisieren, ich kann mitleiden. Und mir denken, dass er Schmerzen hat. Ich habe komischerweise nicht, weil ich das ja nicht bin. Aber er hat trotzdem welche, das weiß ich nicht. Das macht eine Jugend. Das ist das Ding. Hör auf, mit irgendjemandem mitgeleitet. Das ist die Geschichte in den Wesen, die Erde des Himmels. In den Himmel ist es wie, wenn du in den Himmel reinkommst, das habe ich heute kurz im Auto erzählt, das ist wie bei Life of Brian. Das ist Obermagau. Das ist eine kleine Fotoaufführung. Dritter Akt, ich hing am Kreuz, neben mir sind zwei und jetzt denke ich, siehst du mir vor Life of Brian. Und ich erzähle Witze und wir lachen und haben eine riesen Freude und plötzlich sagt er uns, hey Jesus, Vorsicht, die Zuschauer kommen. Und ich, weil man will ja kein falsches Zuschauer. So musst du deine Rolle spielen. Sonst wär's ein Schatz hier. Du musst das lachen, wenn ich das ist. Aber der Humor. Der Humor trägt dich über alle abgründlichen Weg. Und ihr wisst, ich sage immer wieder in Altenhausen, vor 20 Jahren, 30 Jahren eigentlich, habe ich gedacht, über alles und jeden lachen zu können. Kannst du erst, wenn du die Pointe verstanden hast, den Witz, als Ding an sich, ohne dich über irgendwas zu sprechen. Der Humor, den du zur Zeit hast, empfand ich. Voll hochgradig manipulativ. Und wenn jetzt immer noch nicht einer begriffen hat, dass das offizielle Fernsehen ist, was ich mir jetzt denke, und wollte mal freiwillig gesprochen, du musst das doch mal ein bisschen glauben, du denkst, als wenn du ihn denken, er wird zu seinem Liebling denken. Und es macht keinen Sinn, dass du dich über irgendjemanden, den du dir ausdenkst, auflegst, weil er kann ja nicht anders sein, wovon du gedacht hast, ob das Politiker sind oder Weltredner sind, egal was du schaffst, die 100%ig kriege ich neben den in meinen Kopf. Tauchen die auf, es taucht ein bisschen in dich auf und dann schaust du, wie du darauf reagierst und bist du jeden Moment absolut bewusst, dass du dich jetzt bewusst bist. Wenn wir an Putin denken oder an Hitler denken, was ist Hitler? Kennst du ihn? Hast du ihn jemals gesprochen? Es ist, wenn ich immer wieder wiederhole, alle, die über den Udo Petschow überholen, für den Herzen, die ich kenne, das kennt er kaum. Du musst doch mal wissen, jetzt von dir aus gedacht, müssen wissen, was von Udo Petschow. Ich bleibe nach wie vor, dass ich meine Hunde aufmache und dann denke ich, dass ich hier manche Grund sind, die auftauchen. Wir haben jetzt ja Mama, wenn er Video 10 Jahre grüßt, bin ich auf 8000 Witz. Das ist überlecker. Aber es ist ein Witz, immer wieder, was ich mir erwähne, wenn ich zur alten Hause über 20 Jahre seit 99 oder 95 mache. Wenn ich die letzten 20 Jahre Sekte aufbauen hätte wollen, glaub mir, ich hätte Millionen von anderen. Aber das wäre ja Widerspruch zu dem, was ich euch lehre. Ich will den Gedanken, die Menschen, die ich mir ausdenke, überhaupt nicht hatte. Das sind die Gründe und Raum, ich muss das Gefühl, der mich ausdenkt. Jetzt in dem Moment, du bist kein Affe. Bist nicht. Weil ich denke mir jetzt nicht nur aus. Aber der sich ausdenkt, jetzt hat es uns denken, das ist die große Kunst, das ist der Doppel- oder Dreifachstritt. Wie gesagt, sag, denke und ausgedacht, das ist wie jede und so. Der Denker verändert sich nicht. Du hast dich dein Leben noch nie verändert.
ob du dich als 20-Jährigen, 30-Jährigen denkst, mein Standardbeispiel, ob ich für einen Adler jetzt sage, dasselbe so in Adler, denke ich jetzt mal 20-Jährige, 66, und jetzt denk damals an deine beste Freundin. Dann denkst du jetzt aufgrund von Worten dich als 20-Jährigen offen und an deine Freundin, und jetzt sind so zwei verschiedene junge Frauen. Oder Mädchen. Mhm. Du bist keine dieser Gedanken. Genauso wenig bei so einer Freundin, ich glaube, das war nicht doch. Jetzt sind so genügend in der Schule. Ist dabei. Habe ich erst tausend Selbstgespräche erwähnt, dass ich tausendmal zu ihm sage, Mädchen, denke mal an schöne Liebchen. Stell dir die vor, ein dunkelhäutiges Mädchen. Glaubst du, dass dieses Mädchen, das du jetzt aufgrund von Gott in dir geschaffen hast, irgendwo da außen drin wirst, oder dass du in der Vergangenheit gegeben hast? Da sagt er, nee, das ist eine Märchenfigur. Kat, jetzt denk an die Esel, seine Tochter. Hm. Ja, die ist im Kindergarten. Sag, wirklich, die, ne? Das ist genau das, was ich möchte. Das ist jetzt auch aufgrund von Gott in dir, oder sagst du, nichts da außen im Kindergarten, den du dir jetzt bringst? Da sag ich, nee. Ist genauso von dir erschaffen, ein dunkelhaariges Mädchen, wie du es in Wittchen und deine Estin am Kopf, weil du das jetzt trinkst, weil ich weiter gesprochen habe. Ja, immer, das verstehe ich. Also, bitte, da gibt es nichts zu verstehen. Hör einfach zu, was ich dir in einfachen deutschen Worten erkläre. Er hat sich gewehrt in der Hände und dann sagt er, das verstehe ich nicht. Soll ich es nochmal wiederholen? Ich sage, denk an die Wittchen, ein dunkelhaariges Mädchen. Was soll ich denken an die Estin? Man sagt, ja, bin ich im Kindergarten. Deine Doktor, du glaubst, du bist nicht so. Andere Worte, andere Vorstellung. Das verstehe ich nicht. Und dann sagt er, dann komme ich nicht mit. Dann sagt er, bleib so lange dort. Du warst so lange in dieser falschen Logik drin hängen, bis du das verstehst. Und dann, dein Verstehen, ganz wichtig, wie ich tick, dein persönliches Verstehen von Holophilien hängt in keinster Weise davon ab, dass irgendeiner, den du dir jetzt ausdenkst, eine Menschheit, das wissen müsste. Weil die ja auch bis jetzt existiert in dieser Welt. Wir reden vom ewigen Geist. Ja. Wo du vielen überragt, dass Menschen gewissen alle Religionen und geistliche Welten, ohne irgendeiner dieser vielen einseitigen Glaubensperspektiven wissen zu wollen, das ist ein Spaßerspiel. Jede Religion hat ihren Sinn, so wie der Korbesteck im Auto. Ob es jetzt der Kabelstecker ist oder der Kofferraumbeleuchtung oder von der Zündung, ist auch wieder ein systemrelevanter Parameter, nicht systemrelevanter Parameter. Du kannst nur von seit 20.000 Seiten Holophilien mittlerweile mit den Zusatzsystemen, und heute hat er mal ausgerechnet, ich weiß nicht, dass ich auch in 32, 36.000 Grünen nur Selbstgespräche geahnt habe. Da ist nur der menschliche Ernstliche Beispiel mitgebracht. Und für wen habe ich das alles gemacht? Ja. Ich bin der Größte, der Rest bin ich selber in Form eines Logen. Was das ist, bin du. Ich bin du bezieht sich auf einen Geist, der eine Rolle spielt. Und ich mache es nochmal, wir sollen jetzt schlichtweg und einfach, du weißt jetzt, der Bild bitte und dein Bild symbolisiert Geist. Und sein Bücherregal hat jetzt ganz klare Rollen. Fight Club, Go Black. Und wenn der jetzt auf der Bühne so eine neue Rolle spielt, egal wen er spielt, er wird nie im tiefsten Moment vergessen, dass er das Freund ist. Und genauso müsste ich sehen. Ja, das ist ein einfaches Beispiel. Ich habe nur einfache. Meine Beispiele richten sich an kleine, neu. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, Leute, das esoterische Geschwätz, das religiöse Geschwätz in den Heiligen Schriften, Offenbarung, ist absolut reines, deutsch, ivri, egal, Übersetzung stimmt. Dieses Thema, die Zeit der Erstdämmer und der Ersterde werden vergehen, das Meer, der Jomba, nicht mehr stand, das keine mehr dort, der sagt Gott, existiert. Bei Existenz existiert herausleben aus, ein Gott, den du dir ausdenkst, ist kein Gott, sondern der sich an Gott ausdenkt, ist Gott. Ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf von einem, der sich an Gott ausdenkt. Der Gott selber ist immer nicht denkbar, weil alles Existierende mit nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Ein Gott, der existiert, ist was vergänglich ist. Denn der ist ja auch dann da, wenn ich ihn nicht denke. Das stimmt jetzt so mal, weiß ich. Aber da musst du ein bisschen grob gewesen. In dem Moment, wo du sagst, er ist auch dann da, wenn ich ihn nicht denke, ist ein nicht existierender Gott, der im Hintergrund steht. Zwanglos nicht so wieder aufgedacht. Auch wieder in den zwei Selbstgesprächen dieser Trick. Sobald du irgendetwas verneinst,
wirst du feststellen, dass du dir das, was du behauptest, dass das nicht existiert oder dass es das nicht gibt, musst du definieren, indem du das da mal denkst, um behaupten zu können, das gibt es nicht oder das existiert nicht. Das sind die zwei Seiten. Ich konfrontiere dich mit reiner, purer, göttlichen Weisheit. Und auf Art und Weise, weißt du, wie komme ich ins Himmelreich? Wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht vom Neuen geboren bist. Was heißt das? Wo kommst du her? Was sagt deine Logik, die du nachhast? Ich wurde von meiner Mutter geboren. Wenn du das erzählst, hörst du an meinen Eifel. Fakt ist, ich habe jetzt nicht den Affen gefragt, um wie du denkst, wenn du an dich denkst, sondern ich frage den Geist, der uns jetzt ausdenkt, auf sich selber. Wo kommst du, Geist, her? Und du wirst jetzt feststellen, wenn du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, zwinge deine Logik auf, dir jetzt eine Vergangenheit zu denken, sondern trocken lassen auf dem Weibchen, wo hier ein kleines Baby rausgeht. Das ist alles unheimlich logisch, aber das erschaffst du jetzt in deinem Kopf aufgrund von Wissen, was du da gar nicht beschwören kannst. Meine Aussage kann jeder 13-Jährige auf der Stelle beschwören, ohne meine zu schwören, weil ich nicht von wem das ist. Und nicht von irgendwelchen Hirngespinsten. Und es betrifft nur der mich jetzt sprechen hört. Nur dieser Geist kann mich hören. Figuren, die du dir denkst, kommen und gehen. Nochmal aus diesen zwei Sätzen. Erstens, weil bei Holofilien am Anfang. Ja, aber wo waren jetzt die ganze Zeit deine Ohren? Die existieren erst, wenn du sie denkst. Ja, aber die müssen doch da gewesen sein, sonst könnte ich ja nichts hören. Ich sage, das ist logisch, aber nicht besonders rechtreich. Dinge zum Beispiel. Ja. Alles, es wird nur auch bei den ganzen Tellingen und Zeilingen mit der Quantenmechanik geistlos nachgeäfftes Wissen mit all dem, was die dir erzählen, bauen die Vorstellungen auf, die du nur aufbauen kannst, wenn du das erzählst. Wenn du das nicht weißt, kannst du das nicht entdecken. Wer hat eigentlich die Wassermoleküle unter? Pass auf, dann gehst du ins Innere und stellst dir fest, vor 200 Jahren hat das von Humboldt und Geiger gesagt, vor 200 Jahren. Also, jeder zählt dir das. Wie will er das vor 200 Jahren entdeckt haben? Du kannst es nicht einmal jetzt entdecken. Zeig mir Wassermoleküle. Diese Sache auch in Chemiebüchern. Der Mendeleevs Periodensystem. Sag mal, wenn der angeblich das Periodensystem entdeckt hat, wie will der 1700 oder 1800 etwas vor 200 Jahren feststellen, dass aus einem Wasserstoffatom ein Proton ein Elektron umkreist? Mit was hat er das entdeckt? Das ist die Falle, das ist der Fehler. Wobei das H2O dann nochmal mit Holophilie ganz andere Erklärung ist. Das sind Schwachköpfe, die wird plötzlich total bewusst, dass die ganze Liebe, auch die ganzen Ärzte geistlos nachäffen. Was habe ich heute Morgen gesagt? Ich muss euch nochmal, ich springe nach Almena zurück. Passt auf, Almena. Ungefähr 2000, vor ungefähr 20 Jahren, habe ich einen Zeitungsbericht dabei gehabt in einem Almena-Vortrag. Und der ist rückwirkend die letzten 20 Jahre, war ein Bericht über Krebs. Meine Nadja grinst jetzt als Ärztin, die kann sich noch daran erinnern, hoffe ich. Und da hat es geheißen, dass die letzten 20 Jahre, und da war Tabelle, habe ich dann gezeigt, wissenschaftlich eine Tabelle, die letzten 20 Jahre, alle Jahre mehr Krebsfälle waren, dass kontinuierlich jedes Jahr der Krebs gewachsen ist und 2020 war dann ein Bericht, dass sie sagen, jetzt haben sie neue Möglichkeiten und wahrscheinlich wird die Medizin den Krebs in 3 bis 4 Jahren besiegt haben. Cut! Und jetzt mache ich einen Sprung, dann 2023. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es mitbringe. Bild der Frau, großer Bericht, seit die letzten 20 Jahre. Tabelle dabei, haltet euch fest, nur der Hautkrebs ist um über 75% gestiegen. Es sind die letzten 20 Jahre, hat sich der Hautkrebs fast 75% höhere Werte im Jahr wie vor 20 Jahren. Dasselbe Prinzip, haben die nicht vor 20 Jahren gesagt, in 3 bis 4 Jahren mein Krebs besiegt? Und in Ich bin, das steht so drin, du wirst jetzt nämlich feststellen, man sollte sich einmal Gedanken machen, wie die Anzahl der Ärzte gewachsen ist und im selben Maß die Anzahl der Krankheiten. Dass vielleicht die Ärzte die Ursache sind für die Krankheiten, es sind Krankheiten Erfinder. Jetzt muss man natürlich wissen, da wehrt sich alles innerlich. Es macht keinen Sinn, ein Zeugling am Leben halten zu wollen. Ich sage immer, wir sind Zeugling bis zum 30. Die haben keine elementare Ahnung, steht auch erwähnt in einer Kurzform, wie in diesen zwei Selbstgesprächen.
dass dir doch klar sein muss, dass der Säugling sich auflösen muss, dass er Schwickling wird und der muss sich auflösen, was du erwachsen lässt, bla bla bla. Und der Greis, wenn du ein Greis geworden bist, begreifst du, dass die Gliederei ist. Ein Geist, ein Schrei. Guckst du fett, was du willst. Das Gute, das Geist ist in dem, als Träume der Geist ist, von dir erschaffen wird. Das ist die neue Erkenntnis. Du durchläufst diese 3x3 Wachstumsstufen, das sind alles symbolische Bilder. Und ich habe gerade gesagt, an dir selber verändert sich nicht. Denk dich doch jetzt einmal als 15-Jährige, 16-Jährige, wo du in die Disco gegangen hast, die ganzen Probleme, die wir hatten. Da leidet man wie ein Tier. Ich kann mich erinnern, wie ich im Weißenbuch an die Autoschule gestanden bin. Ich habe jetzt wieder Kirchweih. Ich war 15. Und dann waren ein paar hübsche Mädels. Ich mache jetzt keinen Witz. Ich blätter jetzt zurück. Und ich war so damals so sehr angefixt von den hübschen Mädchen. Und ich habe die erste große Erkenntnis, wo ich gekriegt habe. Ohne Mobbing bist du Arschloch. Das war eine große Erkenntnis, weil die 16, 17-Jährige mit dem Mobbing, dann will doch keiner was mit einem, von einem Wisch, der bloß am Hofer hat. Ist so? Das Leben. Aber du kommst in den nächsten Zyklus und dann schießt du auf die ganz anderen Interessen. Ich sage immer wieder, die große Sache Pubertät, Zungen bis Beispiel und von wegen freier Meinung. Ich muss das jetzt hier ganz nochmal sagen. Wenn du jetzt die Welt, die du dir ausdenkst, ich weiß jetzt, was du dir ausdenkst, ganz grob, die ganze Jugend, ich will nicht auf Klimakleber oder sonst was sagen, sondern mir geht es ganz gezielt und vorneweg, ich betone, ich kritisiere in keinster Weise, ich bewerte nicht etwas, was ich nicht träumen lasse, was ich selber erschaffen habe. Ich nenne das, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Wenn du jetzt junge Menschen nimmst, in einer gewissen Szene wohlgemerkt, geht ja schon wieder los. Wir haben nicht so lange, die sich hinstellen und den Jesus anbeten und im Himmel die Augen verdrehen. Denk mal, die sind jetzt da. Hör auf, irgendjemand, den du denkst, vorzuwerfen, was das ist, wenn man jetzt denkt. Mach dir Gedanken, warum das jetzt mir auftaucht. Wieso erzählt mir der Udo das jetzt? Ja, weil du dir jetzt den Udo ausdenkst, jetzt dieses Spiegelmännchen, du hörst Worte und machst aus den Worten was. Ist das das, was ist, oder ist es das, was ist? Wir reden nur von dem, was ist. Du musst nur jetzt sehr bewusst sein. Und dann schaust du jetzt die Mode an. Mein Zungenbissing-Beispiel habe ich vor über 20 Jahren in Almen schon gebracht. Da war das ganz am Anfang. Da, wenn einer Zungenbissing oder Nasenring war, das erste Mal, als ich machen ließ, da war ich das sehr selten, aber es war schon da. Was ist jetzt? Und in der Dus, wenn sie zugepflastert sind, bis zum Ästhetik nicht mehr. Die essen nach. Es wird keine alte Sau machen, wenn das nicht in der Szene in wäre, wo du dazugehören willst. Das muss, den Schuh muss sich jeder anziehen. Ob du Klimakleber bist, Umweltschutz, wo es keine Erdkugel gibt. Und im Hintergrund sind auch keine Illuminaten, die das steuern. Wenn man, die Fassungslosigkeit, wie kann das eigentlich sein, dass du so gnadenlos angelogen wirst von der Regierung, von den Öffentlich-Rechtlichen? Keine Schutzzuweisung. Wie viel muss ich euch noch einen Scheiß einschmieren, dass du sagst, das kann es gar nicht geben? Ich habe übrigens vor 25 Jahren schon darauf hingewiesen, dass ich sage, ihr habt zurzeit keinen, kannst du dich erinnern, an mir im Laden, wenn ihr wart? Da war vor 89, habe ich gesagt, ihr werdet irgendwann einmal begreifen, bei meinen jungen Burschen, die zu mir gebildet sind, ohne Horophilien, dass die in der DDR wesentlich freier seid wie ihr oder im Nordtirol. Weil die wissen, dass sie unfrei sind. Und ihr merkt gar nicht, dass das, was ihr wollt, ihr eigentlich gar nicht wollt, sondern ihr seid infiziert, ihr seid kleine vom Zugzombies. Gesteuert von Massenmedien und sonst was. Es ist wie im Nazireich, kein Unterschied. Und jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Das ist so ein Beispiel. Eine Welle kommt nicht so und so, sondern eine Welle ist immer gleichzeitig da. Und wenn du das chronologische Ding noch hast, das wird alles erklärt, hast du ein riesengroßes Problem. Und ich sage jetzt, wir denken uns jetzt eine Zeit, wo welche schreien Ausländer raus, wir sind die Guten, die nennt man Nazis. Und jetzt drehen wir das um 180 Grad und jetzt denken wir uns eine Zeit, wo alle schreien Ausländer rein und die Nazis sind. Es ist nur das Spiegelbild, wo du meinst, es war vorher. Ihr habt an eurer Vergangenheit nicht das geringste gelernt und ihr, bis jetzt seltsamer weiß ich bloß einer. Es kann nur einer verstehen, es wäre, der sich ausdenkt. Verlangt bitte nicht von irgendwelchen Gedanken, dass die sich verändern. Wenn du dich jetzt über irgendjemanden aufregst, egal wer es ist, mögen das vielleicht das Kind sein, das nicht folgt, dann muss dir eins klar sein, wie den du jetzt denkst, der kann sich nicht raussuchen, dass du ihn denkst und wie du ihn denkst, und du kannst ihn nicht raussuchen, dass du ihn träumst.
Die Freiheit beginnt in dem Moment, wo du das Prinzip dieses neuen Spiels verstanden hast. Und es gibt nur eine Möglichkeit, den du dir ausdenkst, zu verändern. Du musst ihn dir anders denken. Der Gedanke hat keinen Anschluss drauf, welche Form du ihm gibst. Punkt. Ja, wir haben jetzt Folge. Wir haben jetzt. Bist du? Das habe ich zu sagen. Einfach nur einen Raum, eine Figur in einem Raum, dann bringe ich den Affe, den ich in der Tasche habe, nicht aus. Okay, Kaffee. Wie heißt das so schön in den Stichworten, die ich ja sehr hoch verehre? Du musst die P, die du dir selber eingebracht hast, auch selbst auslösen. Und das Ende ist hier. Dein Leben ist das Ende und du. Es gibt bloß hier und jetzt. Kein woanders. Egal, wo du dir was hindenkst. Es ist hier und jetzt. Was ist das? Ja. Wollen wir? Ja. Wir hauen ab. Der Mo hat seine Schuldigkeit getan. Ja. Und Gott sei Dank könnt ihr mich jetzt nicht beobachten, wenn wir losfahren, dann zieht sich heulend im Auto hin. Ich will nicht, und ich will nicht. Ich will, und ich will nicht, und ich will nicht. Ich will nicht. Vitamin E im Quadrat. Ich will nicht. Zeichen dir das selbst. Es wird immer so sein. Das ist You will be forever. Es ist wirklich ein großes Geschenk. Woanders kann es nicht geben. Träume süß und schlafe fest.